Ich bin Anita Farke und spreche die Exoder-Blog-News. EU-Wahl. Bund könnte Ampel abstrafen. Erster Stimmungstest für Bündnis Wagenknecht. Die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament haben nicht nur Auswirkungen auf die europäische Ebene, sondern könnten auch signifikante Konsequenzen für die politische Landschaft Deutschlands nach sich ziehen. In diesem Artikel beleuchten wir die möglichen Folgen der EU-Wahl für die deutsche Bundespolitik, insbesondere für die sogenannte Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Klimapolitik. Die Grünen werden als treibende Kraft für ehrgeizige Klimaziele angesehen, stehen jedoch auch in der Kritik, die Wirtschaft mit ihren Maßnahmen zu belasten. Zwischen den Koalitionspartnern bestehen zudem Meinungsverschiedenheiten darüber, wie der Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft gestaltet werden soll. Verkehrspolitik Die geplante Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrs stößt auf Widerstand seitens der FDP, die sich eher für den Individualverkehr ausspricht. Dieses Spannungsverhältnis trägt zur Unzufriedenheit innerhalb der Wählerschaft bei. Schwache Führung. Die Uneinigkeit innerhalb der Koalition wird oft als Zeichen von Führungsschwäche interpretiert. Viele sehen die Kompromissfindungen zwischen den drei Partnern als ineffizient. Diese Parteien könnten ihre Erfolge als ein Zeichen für wachsendes Misstrauen gegenüber der aktuellen Regierung deuten und ihre Positionen weiter stärken. Instabilität und mögliche Neuwahlen. Im schlimmsten Fall könnte eine massive Unzufriedenheit mit der Regierung zu Instabilität führen. Dies könnte letztlich in vorgezogenen Neuwahlen resultieren, sollten die inneren Konflikte innerhalb der Koalition unüberwindbar werden. Fazit. Die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament haben das Potenzial, die politische Landschaft in Deutschland nachhaltig zu beeinflussen. Die regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Die Ergebnisse könnten sowohl positive als auch negative Folgen für die Bundesregierung haben, abhängig davon, wie die Wählerinnen und Wähler die bisherige Regierungsarbeit einschätzen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Parteien auf die neue politische Dynamik einstellen werden und ob sie in der Lage sind, mögliche Verluste bei der EU-Wahl zu kompensieren. Quellenangaben, Interviews mit politischen Analysten, Daten von Umfrageinstituten, Berichte der Europäischen Union. Autor Anita Farke, Datum Sonntag, 9 Juni 24. Danke fürs Zuhören. Denkt immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.